Eigentlich sollen sie den Schmuggel von Drogen verhindern, doch in Sachsen stehen nun drei Bundespolizisten vor Gericht. Ihnen wird nämlich vorgeworfen, mehrmals Crystal Meth über die deutsch-tschechische Grenze geschmuggelt zu haben. Dort liegt mittlerweile einer der Hauptumschlagplätze für die gefährliche Droge. Die vietnamesen Märkte gleich hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Hauptumschlagplatz für die Droge Crystal. Polizei und Zoll kontrollieren verstärkt im Grenzgebiet. Doch nun stehen drei Beamte der Bundespolizei im sächsischen Klingenthal selber im Verdacht, Crystal zum Eigenbedarf nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Zwickau ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wirft Ihnen vor, von März 2013 bis Oktober 2014 über insgesamt 38 Gelegenheiten Mengen von ca. 4 Gramm eingeführt zu haben. Ein Gramm reicht bei Süchtigen gewöhnlich für etwa eine Woche. Von den drei Beamten bestreitet einer die Vorwürfe, die anderen sind geständig. Die beiden geben an, regelmäßig konsumiert zu haben und die von ihnen eingeräumten Einfuhrmengen lassen zumindest einen Eigenkonsum auch plausibel erscheinen. Stellt sich die Frage, ob die Polizisten auch während ihres Dienstes unter Drogeneinfluss standen. Wenn die beiden Beschuldigten angeben, regelmäßig Betäubungsmittel genommen zu haben, ist naheliegend, dass sie auch unter Crystal im Dienst gearbeitet haben. Den Polizisten drohen bis zu 5 Jahre Haft. Aufgeflogen ist die ganze Sache übrigens durch einen Tipp aus dem Umfeld der Beamten. Zu den Vietnamesen-Märkten in Tschechien gibt es einen regelrechten Crystal-Tourismus. Die Wochenration von 1 Gramm gibt es dort schon ab 10 Euro. Die sogenannte Arme-Leute-Droge wird aber offensichtlich auch für immer mehr Leistungsträger der Gesellschaft attraktiv. Vorher hat man gesagt, es geht um die bildungsfernen Schichten. Stimmt jetzt gar nicht mehr. Es geht jetzt wirklich um alle Schichten. Es geht um Berufstätige, entweder durch einen Leistungsdruck oder irgendwelche Ereignisse, die sie verarbeiten wollen. Für Aufsehen sorgt, als der Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann eingesteht, Crystal genommen zu haben, weil alles zu viel geworden war. Angstfrei machen soll das giftige Gemisch, euphorisch, leistungsstark und wach. Der Absturz ist dramatisch. Hier Bilder aus den USA. Die typische Crystal-Akne, dazu Depressionen, Wahnvorstellungen. Die Seele stirbt. Ein Teufelszeug, das den Menschen in kürzester Zeit kaputt macht. Längst ist Crystal nicht mehr nur ein Problem im Grenzgebiet zu Tschechien. Spätestens als die Fahnder unlängst einen Drogenhändlerring in Prag und Leipzig ausheben und dabei tonnenweise Grundstoff für Crystal sicherstellen, wird klar, die Droge ist auf dem Vormarsch durch die ganze Republik.